Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video auf Pocket Money. Heute geht es um ein unglamouröses, aber wichtiges Thema: Müll. Übermäßiges Verpacken von Produkten ist nicht nur verschwenderisch, sondern auch nervig, wie ich finde. Es gibt ja diese super aufwendig eingepackten Sachen, die ich am liebsten gleich vermeide zu kaufen. Meine Redaktion war so fleißig und lieb und hat mir diesen Müllbeutel voller Verpackungen mitgebracht. Schließlich gehören wir Deutschen zur Spitze in Europa, was den Verpackungsmüll angeht. Ich weiß, man hört es nicht gerne, aber es ist so. Pro Kopf und pro Jahr produzieren wir 226,5 Kilogramm Verpackungsabfall, wobei der Anteil im privaten Verbrauch 47%, also 107 Kilogramm ausmacht. Das finde ich ganz schön viel, aber immerhin recyceln wir 70% der Verpackungen. Dafür müssen die Verpackungen bestimmte Bedingungen erfüllen und darum wollen wir heute gemeinsam herausfinden, wie wir beim Einkauf schon schwer zu recycelnde Verpackungen erkennen können. In dieser Mülltüte befinden sich ein paar Negativbeispiele, was das Thema Verpackung angeht, und die kennt ihr sicherlich alle aus dem Supermarkt. Und da sind auch ein paar preisgekrönte Aufregerverpackungen drin, die ziemlich viel falsch machen. Ich bin ja besonders getriggert, wenn ich im Supermarkt Obst und Gemüse sehe, was quasi in Plastik eingeschweißt ist, zum Beispiel Gurken. Und dabei wissen wir doch, das geht auch anders. Um euch handfeste Tipps mitzugeben, worauf ihr achten könnt, betrachten wir drei Kategorien: Überverpackung, Verpackungsbestandteile und Verpackungsmaterial. Außerdem habe ich mir Vio vom Funkkanal Ozon ins Boot geholt. Sie hat sich intensiv mit dem Thema Zero Waste befasst. Außerdem bringt sie uns auch ein paar Tipps zum Thema nachhaltigen Einkaufen und Recyceln von Verpackungen mit, die sie auch selber schon erprobt hat. Hi, ich bin Vio und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Die Produkte, die jetzt kommen, sind zum großen Teil aus dem Einkaufsguide Verpackungen von der Stadtreinigung Hamburg in Zusammenarbeit mit der TU Hamburg. Darin wird gezeigt, wie man anhand dreier Kriterien, nämlich Material, Farbe und Etikett, sehen kann, wie gut eine Verpackung zu recyceln ist. Aber genug der Einleitung, los geht's. Und zwar mit Beispielen der Kategorie viel zu viel Verpackung. Ihr kennt es bestimmt: Zahnpasta im Pappkarton. Warum? Ist die Zahnpasta-Verpackung nicht dicht genug? Oder ihr seid Pocket Money-Fan der ersten Stunde und erinnert euch noch an das Mogelmuckbang-Video, wo ich Chipsletten von Lorenz getestet habe. Aber zum selben Preis kriegst du jetzt nun mehr Müll. Da waren Chips in einer Plastikservierschale, eingepackt in Alufolie und das Ganze nochmal im Pappkarton. Man kann es auch echt übertreiben. Und diese Verpackung hier, die kennt ihr bestimmt alle, die Haribo Goldbeeren Minis. Genau diese Tüte war übrigens auch nominiert für den Goldenen Geier 2019. Diesen Preis vergibt die Deutsche Umwelthilfe einmal im Jahr und im letzten Jahr ging es um die unsinnigste Plastikverpackung. Zu den Haribo Goldbeeren Minis schreibt die Deutsche Umwelthilfe: weniger Inhalt, mehr Müll, höherer Preis. Haribo lässt sich seinen abfallintensiven Klassiker im Mini-Format auch noch teurer bezahlen. Knapp 40% mehr müssen die KundInnen für die Goldbeeren-Minis in den kleinen Tütchen im Vergleich zu den normalen Goldbeeren hinlegen. Plastikmüll inklusive. Denn je kleiner die Verpackungsgröße, desto mehr Material muss eingesetzt werden. Bei den Minis kommen rund 12 Gramm Plastikfolie auf 250 Gramm Gummibärchen. Dabei könnten die Gummibärchen zu Hause oder unterwegs auch einfach selbst portioniert werden. Ich muss ehrlich sagen, als Kind habe ich diese Minis gefeiert, denn Süßigkeiten sind Süßigkeiten und werden gemampft, aber der Müll bleibt und deswegen greife ich auch nicht mehr zu dieser Mini-Version. Gibt es auch im Supermarkt Verpackungen, die ihr unnötig findet? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Produkt Nummer 2 ist ein echter Verpackungssünder, denn es wurde nicht nur für den Goldenen Geier nominiert, es hat den Preis auch gewonnen in 2019. Über 20.000 Leute haben für das Mineralwasser Vittel von der Nestle Deutschland AG gestimmt. Also wenn ich das höre, bin ich sehr glücklich, dass ich damals den Umstieg auf Leitungswasser geschafft habe. Durch die besonders kleine Füllgröße des ausgewählten Vittel-Wassers von nur 0,33 Liter verschlechtert sich das Verhältnis des eingesetzten Verpackungsmaterials zum Füllgut. Die verkaufen sie nämlich im Achterpack, was dann halt nochmal in Plastik eingeschweißt ist. So sieht das Ganze ungefähr aus. Wir haben euch heute nur eine Flasche mitgebracht. Man muss allerdings noch unterscheiden. Es gibt nämlich unterschiedlich gut oder schwer zu recycelnde Stoffe oder Flaschen, aber dazu später mehr. Was hältst du, Vio, eigentlich von solchen doppelt und dreifach eingepackten Produkten? Ja, mich nervt das auch total. Jedes Mal, wenn ich sowas sehe, frage ich mich, was soll das und kann man das nicht vielleicht auch irgendwie anders lösen? Ja, ich lasse solche Sachen eher stehen. Also ich versuche beim Einkauf schon darauf zu achten, dass die Produkte, die ich kaufe, möglichst unverpackt sind. Für Obst und Gemüse nehme ich meine eigenen Obst- und Gemüsenetze mit, in die ich die dann verpacken kann. Und natürlich habe ich auch immer meine eigene Einkaufstasche dabei. Und falls ich mal etwas Verpacktes kaufe, dann versuche ich darauf zu achten, dass die Verpackung möglichst nur aus einem Material ist oder dass die Materialien sich gut voneinander trennen lassen, damit es einfacher zu recyceln ist. Und noch
ein Tipp, wenn man trotzdem Verpackungsmüll kauft, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, den richtig zu sortieren. Denn die Hersteller müssen am Ende für die Wiederverwertung von unseren Verpackungen im Abfall bezahlen. Dafür müssen sie aber auch in der richtigen Mülltonne landen. Es gibt so einen kleinen Fun-Fact aus der Sprache der Recycling-Welt, und zwar den intelligenten Fehlwurf. So nennt man das, wenn man zum Beispiel eine Plastik-Klobürste in die gelbe Tonne geworfen hat. Dann hat man zwar nachgedacht, aber sich trotzdem falsch entschieden, denn in die normale gelbe Tonne kommt nur Verpackungsmüll. Danke, Vio, für deinen Input, aber manche Verpackungen machen es dem Verbraucher auch echt schwer, zum Beispiel wenn Materialien an sich gut recycelbar sind, aber so zusammenhängen, dass sie im Endeffekt schwer zu trennen sind. Und damit sind wir auch in der Kategorie 2, Verpackungsbestandteile, und jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft, denn meine geliebten Rahmen sind dran. Oftmals sind Produkte in Plastikbecher abgefüllt, wie zum Beispiel Joghurts oder Fertiggerichte, und dazu gehören auch die Rahmen, die ich sowieso weniger essen sollte. Leider schneiden sie im Punkto Recyceln besonders schlecht ab. Warum sind sie auch so umständlich eingepackt? An sich ist der Aludeckel und der Kunststoffbecher recycelbar, aber man muss den Aludeckel auch wirklich vom Becher lösen. Machst du das immer, Dirk? Ja, klar. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das jemals wirklich gemacht habe. Zumindest nicht aus dem Grund, damit es besser recycelbar ist. Das wusste ich nämlich nicht. Noch mieser in diesem Fall ist die Papierummantelung, denn wenn wir sie dran lassen, kann es dazu führen, dass die Maschine das Plastik nicht erkennt. Noch komplizierter geht's nicht. Und die Pappe ist auch sehr, sehr schwer zu entfernen. Eigentlich gar nicht. Ein Teil der Verpackungsbestandteile ist ja das Etikett, und das sollte im Idealfall halt aus demselben Material wie der Rest der Verpackung bestehen, sonst muss der Verbraucher das nämlich umständlich rausfädeln. Ach ja, Vio, ich habe mich ja schon immer gefragt, ob man so Joghurtbecher oder Rahmenbecher ausspülen muss, bevor man sie in die gelbe Tonne schmeißt. Muss man das? Rahmen und auch Joghurtbecher müssen nicht extra ausgespült werden, die kann man einfach löffelrein entsorgen. Aber falls der Becher noch voll sein sollte, dann wäre es besser, ihn im Restmüll zu entsorgen. Denn wenn so eine verschmutzte Verpackung in den gelben Sack kommt, dann kann es halt passieren, dass er auch die ganzen restlichen Verpackungen verschmutzt. Und das führt dann dazu, dass im schlimmsten Fall der komplette Sack nicht richtig wiederverwertet werden kann. Menschen sind immer noch die besten Sortierer. Gut, dass wir das mit den dreckigen Plastikbechern geklärt haben, und ich bin froh, dass löffelrein ausreicht. Und wie angekündigt, man muss auch unterscheiden und beim Einkauf ganz genau aufs Verpackungsmaterial achten, wobei wir auch schon bei der letzten Kategorie sind. Und da steckt der Teufel im Detail. Und noch eine Überraschung, die alles noch komplizierter macht, als es schon ist, obwohl die Verbraucherzentrale Hamburg zur Verwendung von Mehrwegflaschen rät, weil diese mehrfach verwertet werden, sind PET-Flaschen an sich zumindest gut recycelbar, aber das gilt nicht für dunkle PET-Flaschen. Dunkles Plastik können die Maschinen beim Aussortieren, egal ob ihr sie in die gelbe Tonne werft oder nicht, kaum richtig lesen. Warum macht man denn überhaupt dunkle Flaschen? Check ich nicht. Und meiner persönlichen Meinung nach sieht Saft in so dunklen Flaschen auch nicht besonders appetitlich aus. Besser sind dann doch helle PET-Flaschen. Und als Easter Egg hat mir meine Redaktion noch etwas in die Mülltüte reingelegt, was einige von euch vielleicht erkennen können. Das ist kein Tier da drin. Die Volvic Biotee Rooibos ist eine helle PET-Flasche, und ich hatte ja im Eifer des Gefechts sofort das Etikett abgerissen. Das habt ihr natürlich sofort erkannt und mir geschrieben, dass ich jetzt das Pfand nicht zurückholen kann. Tatsächlich kann man das noch, wenn man den Kassenbon hat. Und hier bei Pocket Money, da heben wir alle Rechnungen auf. Eine andere Variante, um vor allem Getränke einzupacken, die kennt ihr bestimmt alle, Tetra Paks. Das ist übrigens so ein Markenname für Verbundkartons. Da hat mir meine Redaktion die gute alte Oatly-Hafermilch mitgebracht, auch im Verbundkarton. Das Problem, solche Verpackungen kombinieren meistens Papier, Aluminium und Polyethylen, davon wird aber nur das Papier wiederverwertet. Und es ist genauso ein Irrglaube, dass jedes Papier gleich Altpapier ist. Zum Beispiel das Tetrapack wirkt zuerst wie eine ganz normale Papierverpackung, ist aber beschichtet und gehört in den gelben Verpackungsmüll. Oder Taschentücher oder Servietten, die gehören auch nicht in den Papiermüll, sondern in den Restmüll. In den Altpapier-Recyclinganlagen können nämlich weder Beschichtungen noch Fett- oder Essensreste aussortiert werden. Und die von Oatly schreiben ja immer noch schön die CO2-Bilanz drauf, was mich halt zusätzlich verwirrt. Das suggeriert nämlich eine Umweltverträglichkeit, aber Umweltverträglichkeit ist nicht gleichzusetzen mit gut zu recyceln. So, wir haben ja jetzt schon gelernt, worauf man alles achten kann, um ein bisschen Licht in den verwirrenden Verpackungsdschungel zu bringen. Und darum sollten wir jetzt auch erkennen können, welche Verpackung totaler Schwachsinn ist und die wir beim Einkauf direkt vermeiden können.
Hier habe ich eine. Erst einmal ist es mega unnötig, frisches Obst und Gemüse überhaupt einzupacken. In Japan machen sie das ja besonders krass, da ist dann alles doppelt und dreifach in Plastik eingewickelt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hier ist ja auch noch ein Etikett, wo man nicht erkennen kann, ob das jetzt aus dem gleichen Material wie die Folie besteht. Also im Zweifelsfall müsste ich jetzt das Etikett abziehen. Und dann ist die Schale auch noch hier schön schwarz. Das wird auch schwer von den Maschinen erkannt. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich euch sagen, dass das plastikfreie Einkaufen von Obst und Gemüse wirklich der einfachste Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Und das hier ist unnötig. Worauf könnte ich dann noch achten, Vio? Meine Tipps so zum Abschluss wären auf jeden Fall einmal bewusst einzukaufen, also wirklich nur das zu kaufen, was man braucht und Einkäufe auch vorher zu planen und so wenig Lebensmittel wie möglich wegzuschmeißen, damit hier auch einfach keine Ressourcen verschwendet werden. Und das nächste wäre generell auf wiederverwendbare Alternativen zu setzen, seien das jetzt wiederverwendbare Abschminkpads oder die wiederverwendbaren Obst- und Gemüsebeutel, einfach alles so lange wie möglich benutzen, damit einfach so wenig Müll wie möglich entsteht. Und danke nochmal für die Einladung. Tschüss! Danke, Vio, das waren doch mal ein paar coole Tipps. Und übrigens, das unverpackte Einkaufen ist gar nicht mal so teurer als das verpackte. Das habe ich schon mal getestet. Hier ist das Video verlinkt. Okay, ziemlich viel Müll, den wir heute gesammelt haben. Dafür aber auch viele Erkenntnisse über Produkte, die ich sonst so teilweise einfach bedenkenlos gekauft hätte. Wenn ihr noch was nachlesen wollt, dann habe ich euch den Einkaufsguide Verpackungen in der Videobeschreibung verlinkt und zusätzlich noch 5 Tipps zur Vermeidung von Plastik beim Einkaufen von der Verbraucherzentrale. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir hier noch ganz viele unnötige Verpackungen in diesem Video nicht berücksichtigt haben. Fällt euch noch was ein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und hier nochmal Dankeschön an Wir von Ozon. Ich habe euch den Ozon Instagram-Kanal nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Hier kommt ihr zu unserem letzten Video. Und hier ist auch noch ein cooles Video aus dem Funknetzwerk. Wir sehen uns beim nächsten Mal.